Moin, wie geht's, wie steht's? Boah, wir machen da so einen Radau. Ja, das ist hier meine Aussicht vom Hotelzimmer. Boah, Digga, es geht hier so tief runter. Hast du Höhenangst? Ich hab Höhenangst, ja. Ich hab sogar sehr große Höhenangst. Wo ist Memo? Memo ist genau ein Zimmer neben mir. Mashallah, dieser Ausblick. Da hinten waren wir vorhin mit dem Katamaran. Digga, das war, boah, Digga. Da kamen so viele, ich sag's euch ehrlich, es kamen bei mir so viele Erinnerung hoch von früher, wo ich mit Oma und Opa im Mittelmeer geschwommen bin. Das war wunderschön, Digga. Wunderschön, wirklich. Wie viele Zuschauer sind wir überhaupt? Ich sehe das gar nicht, Digga. Was? 6.500 oder gehe ich direkt offline, Digga? Halb ist vorbei anscheinend. Irrelevant ist so, Digga. Das war wunderschön heute, Digga. Ich habe auch, ich weiß nicht, sieht man das? Wahrscheinlich nicht. Einen dezenten kleinen Sonnenbrand. Aber scheiß drauf, Digga. Ja. Also heute war wirklich ein gesegneter Tag, Digga. Ein gesegneter Tag, Digga. Ich bin noch nie in meinem Leben mit einem Katamaran aufs Meer gefahren, Digga. Dann haben wir in irgendeiner abgelegenen Bucht angehalten. Ihr habt es ja bei Instagram vielleicht gesehen. Da konnten wir da einfach planschen, Digga. Neben uns, Digga, irgendwelche 20 Millionen Yachten, Digga. Digga, da waren so riesige Yachten. Ganz wild. Ganz wild, Digga. Aber wunderschön. Schon eine weggeballert. Also Druck auf den Eiern habe ich schon ordentlich, Digga. Hier sind so viele schöne Frauen. Also Appetit habe ich mir schon geholt. Aber es wird darauf hinauslaufen, dass ich mir heute Abend einsam und allein in meiner dicken Suite einen runterhole. Ganz einfach, Brudi. Wir wollen noch Jetski fahren gehen, ja. Langsam. Das waren schon sehr, sehr viele Eindrücke heute, ne? Ich habe einen heftigen Flashback gehabt, Digga. Ich habe wirklich einen heftigen Flashback heute gehabt. Ihr wisst ja, damals war ich mit Oma und Opa, werde ein bisschen emotional, damals war ich mit Oma und Opa immer zusammen auf Malle tauchen, Urlaub machen, halt was man auf Malle macht. Und ich weiß noch, als wenn es gestern gewesen wäre, Oma hat immer gewartet auf uns am Strand und ich und Opi sind zusammen ins Meer gegangen schnorcheln. Wir haben Buchten erkundet, wir sind auf Felsen geklettert. Ich war seitdem schon mal wieder im Urlaub und bin auch getaucht mit Anna damals. Aber heute, Digga, war es irgendwie nach 4,5 Jahren den ersten Urlaub ohne jetzt Freundin, die dabei ist oder so, sondern mit Kollegen, mit Memo und mit Fabio. Da kam heute schon heftige Erinnerungen hoch, als ich dort im Meer getaucht bin. Bisher, als ich mit Anna im Urlaub war, bin ich nur so am Strand, so wo man gefühlt stehen konnte. Bisschen schnorcheln gegangen, aber heute war ich mitten auf dem offenen Meer, dann zu dieser Bucht da rüber getaucht. Da kamen schon echt schöne Erinnerungen hoch. Sehr, also emotional angehauchter Moment für mich heute. Ich habe Oma ein paar Videos rüber geschickt. Sie hat sich sehr für mich gefreut natürlich. Hey Memo, guck mal, bleib mal da, ich zeig den Leuten mal, warte. Da ist mein Bruder Memo. Ich hab Bock, den Stream anzumachen. Achtung, nicht erschrecken, ich halte das Handy auch ganz doll fest. Boah, Digga. Sickerem, Diggi. Warte, ich geh kurz mit euch rein. Uff, ich sag euch ehrlich, Bruder, ich hab so gut geschlafen, Digga. Ich hab so gut in diesem Bett geschlafen. Uff. Heute Casino oder was sagt ihr? Oh, Digga, darauf freue ich mich schon. Ich hab's schon gesagt zu Memo. Heute spielen wir den ganzen Tag nur Lord of Ocean. Weil wir den ganzen Tag auch mit den Katamaran unterwegs waren. Oder Motherfucker, keine Ahnung, wie die Scheiße heißt. Sonnenbrand des Todes, ach, das scheiße ich drauf, Digga. Alle sagen mal Sonnencreme. Und ich denke mir immer, Digga, vor 100 Jahren hatten die auch keine Sonnencreme und haben sie überlebt. Jalla. Ja, ist ja so. Früher gab es auch keine Sonnencreme. Was wollen die immer alle mit Sonnencreme, Digga? Nee, aber vom Flug hatte ich keine Angst. Alles entspannt gewesen mit dem Flug. Alles entspannt gewesen. Ich bin am Flughafen hier in Malta angekommen, bin gelandet, bin aus dem Sicherheitsbereich raus. Sofort vor der Tür stand eine Zuschauerin mit ihrer Mama.
Aber es war in Ordnung, Digga. Die haben ja auf Malta gelebt und das war auch eine ganz, ganz nette Zuschauerin. Ihre Mama war auch nett. Weiß ich, wie viele Fotos habe ich jetzt hier gemacht? Vielleicht, seit ich gestern angekommen bin, seitdem vielleicht so 15, 20 Fotos. So viele, ja, hier sind viele Deutsche, Digga. Und hier leben auch einige Deutsche. Das ist halt wieder der Punkt. Ja, ich könnte auch sagen, nein, ich mache keine Fotos und bestimmt an einem gewissen Punkt, wenn ich jetzt beispielsweise aus dem Casino rauskommen würde und da würden 50 Leute warten, Digi, dann würde ich auch sagen, nein, das ist mir zu viel jetzt. So, aber wenn mal vereinzelt einer zu einem kommt, ich versuche es ja auch immer so zu sehen. Es klappt nicht immer, weil ich bin auch nur ein Mensch, der auch mal keinen Bock hat, aber man muss ja versuchen, das so zu sehen. Jeder Zuschauer, der nach einem Foto fragt, du weißt ja nicht, kennt er dich durch ein Video, kennt er dich durch zwei Videos oder schaut er jedes einzelne deiner Videos? Deswegen versuche ich immer, jeden gleich zu behandeln. Und wenn mal die Situation ist, egal ob in Deutschland oder hier, und ich habe einfach gerade keine Lust, Fotos zu machen, weil ich auch privat unterwegs bin, dann sagt man das auch, ne? Es tut sehr gut, muss ich euch ehrlich sagen. Es tut wirklich sehr gut. Wie ist das Essen vor Ort? Wir sind gestern angekommen. Direkt hier vorne ist ein, Mashallah, sehr guter Burgerladen. Und seit gestern 18 Uhr bis heute 18 Uhr, also in 24 Stunden, waren wir dreimal da. Ja, läuft gut die Ernährung, Digi. Alles gut. Ja, und ansonsten, ja, wir haben jetzt noch ein paar Tage vor uns. Wir gehen heute natürlich noch ins Casino. Wir wollen uns auf jeden Fall noch Roller mieten. Problem ist bloß, hier auf Malta ist Linksverkehr. Weil es natürlich etwas gewöhnungsbedürftig erstmal ist. Naja, auf jeden Fall will auf jeden Fall noch richtig geil schnorcheln gehen, Digga. Schaust entspannter aus als sonst. Naja, Bruder, ich bin im Traumurlaub gerade auf Malta, Digga. Ich habe eine fette ein fettes Penthouse-Zimmer, Digga. Mein bester Homie Memo ist direkt neben mir. Ich habe Bargeld dabei, Digga. Direkt unter mir ist ein riesiges Casino. Direkt hier vorne ist einer der besten Burgerläden, den besten Burger, Digga. Ich habe ein paar neue Nudes auf dem Handy von ein paar Zuschauerinnen, Kapi. Bruder, ich bin glücklich. Und das Internet ist auch eine 1 plus mit Sternchen. Da hinten sind wir vorhin mit dem Katamaran angehalten, sind von hier da rumgegangen. Ja. Und da hinten, da ganz hinten, da sind wir vorhin längs gefahren, Digi. Für die Leute, die meine Stories gucken bei Instagram, da haben wir vorhin gefrühstückt. Genau da saßen wir. Ja, da oben ist so der Special VIP-Bereich für Leute, die extra große Zimmer haben, keine Ahnung. Da ist ein Pool. Ja. Und das Zimmer, was ich vorher hatte, war zu der anderen Seite und ich habe genau auf das Ding geguckt, Digga. Für 8000, für 7 Tage, Digga. Da habe ich gesagt, leck mal am Arsch, auf gar keinen Fall. Da, Bruder. Oh, oh, oh. Schau mal. Da ist sogar ein Teich mit Fischis. Oha, Digga, es ist so hoch. Ich komme da drauf nicht klar. Und ich glaube, ich sage euch ehrlich, ich glaube, klar, Samstagabend ist jetzt auch nicht meine Screaming-Zeit. Aber ich glaube, für viele von euch da draußen ist auch schön, mal was anderes bei mir im Stream zu sehen, außer zocken. Einfach hier zu sitzen, Digga, den Stream anzuschmeißen, ein bisschen mit euch zu quatschen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich auch ein Talent da habe, Digga. Aber sagt mir mal einen Streamer, der einfach den Stream anmacht und eine Stunde, jetzt, ich weiß nicht, wie lange ich streame, 43 Minuten einfach am Quatschen ist, so. Und nicht so diese unangenehme Stille oder so, weißt? Ihr müsst euch vorstellen, ich sitze hier auf meiner Terrasse, Digga, und red die ganze Zeit, aber vor mir sitzt gar keiner, keine reale Person. Ich unterhalte mich die ganze Zeit mit euch. Und wo man überall irgendwann mal hinfliegt, Chat, wir müssen natürlich auch nochmal schauen, du, wir dürfen nicht vergessen, momentan ist diese scheiß Corona-Kacke, Digga. Ich kann froh sein, dass ich jetzt in Malta Urlaub machen kann und gefühlt meine Ruhe habe. Auch mit Corona ist hier nicht so schlimm. Ist kein Risikogebiet, aber ich sag so, wie es ist. Ich werde, wenn ich am Flughafen angekommen bin, auch wenn ich keinen Bock habe, ich werde trotzdem, wenn ich am Flughafen angekommen bin, einen Test machen. Der kostet mich dann 20 Euro, 30 Euro. I don't give a fuck, selbst wenn er 100 Euro kostet, werde auf jeden Fall einen Test machen, alleine schon, um zu schauen, ne, weil wenn ich dann irgendwie 2-3 Tage später, ohne einen Test gemacht zu haben, zur Oma gehe oder zur Opa und diese Scheiße hab vielleicht, dann heißt es nicht, dass Oma und Opa schwer krank werden, aber die Gefahr besteht trotzdem, deswegen muss ich auf jeden Fall einen Test machen, Digga. Selbst wenn es kein Risikogebiet ist. Ne? Bin so neidisch. Ich habe mich mit Rush auch vorhin drüber unterhalten und wir waren uns beide einig. Man darf das nicht vergessen, Chat. Viele von euch da draußen können sich nicht mal einmal im Jahr so einen Urlaub leisten. Manche sparen auf so einen Urlaub 2 Jahre. Und wir machen das einfach so. Scheiß drauf. Das darf man nicht vergessen. Das darf man auf gar keinen Fall vergessen, Digga, dass man damit gesegnet ist. Das muss man sich immer wieder, ich sag's euch, ihr wisst, ich reflektiere sehr viel selbst. Und auch nicht immer zum Positiven, aber ich versuche sehr viel zu reflektieren mit,
wo bin ich, woher komme ich. Das heißt nicht, dass ich sparsam jede Mark zweimal umdrehe. Ich versuche mich einfach immer dran zu erinnern, wo ich war und wo ich jetzt bin und dass es nicht selbstverständlich ist. Ich weiß es einfach zu schätzen, Digga. Ich habe Scheiße, ihr wisst es. Und damit will ich nicht einen auf Mitleid machen. Aber ich habe mir diese Scheiße nicht ausgedacht, Digga. Ich habe Scheiße gefressen damals. Und habe Autos aufgebrochen für 10er, 20 oder 20 Euro, weißt? Und jetzt ist man hier, Digga. Urlaub. Auf entspannt. Man hat noch ein bisschen Budget für Casino mit. Und wenn das weg ist, ist mir egal. Aber dass viele da draußen für das Budget, was ich hier mit habe für Casino, ein halbes Jahr oder Jahr arbeiten gehen. Na gut, okay, das stimmt nicht. Ich bin ehrlich, ich habe 15.000 Euro mitgenommen. Nicht nur für Casino, ich will mir natürlich auch ein bisschen so noch was. Also 10 habe ich für Casino mitgenommen. 10.000 habe ich für Casino ungefähr mitgenommen. Überleg mal, wie viel Geld das ist. Und ich scheiß da drauf, Digga. Wenn das Geld weg ist, dann ist es weg. Geld ist nur Papier mit Farbe. Für mich. Aber ich darf nicht vergessen, was ich früher für 10.000 gemacht hätte. Dafür hätte ich gefühlt meine eigene Jungfräulichkeit in meinem Polo verkauft. Also ich versuch's nochmal zu erklären. Vielleicht mache ich es gerade, weil ich jetzt Freestyle rede, ohne zu überlegen. Vielleicht drücke ich mich etwas undeutlich aus. Ich habe damit kein Problem, 10.000 zu verballern, dass sie weg sind. Scheiß drauf. Geld kommt, Geld geht. Aber ich muss mich immer wieder selber daran erinnern, was früher für mich dieses Geld wert war und was es jetzt für mich wert ist. Und ich muss mich immer daran zurückerinnern, dass das alles, was ich mache, nicht selbstverständlich ist. Geld kommt, Geld geht. Aktuell läuft es bei mir gut, Digga. Und wenn ich ein bisschen Geld verballer, kommt neues Geld rein. Und gut ist. Und das Leben lebe ich auch so. Und das lebe ich ja, es ist jetzt nicht so, dass ich es jetzt so mache, erst seit 2 Monaten oder sowas, wisst ihr? Das mache ich ja schon, seit ich YouTube mache und seit ich ein bisschen Geld verdient habe, habe ich es auch mit allem, was ich habe, gefühlt ausgegeben. Und das habe ich immer offen mit euch geteilt und aus was für einem Grund auch immer, habt ihr es mir immer gegönnt. Natürlich nicht jeder, aber zu 99% habt ihr mir das da draußen gegönnt. Ihr habt es mir immer gegönnt. Ihr habt immer gesagt, geh steht für gönnen, gönn dir. Und das weiß ich auch zu schätzen. Warum sollte ich es anders machen? Ich lebe nur einmal, Digga. Wenn ich in 2 Jahren läuft es nicht mehr, dann weiß ich, ich habe mein Leben richtig gelebt, Digga. Ich habe in der Zeit, wo ich viel Geld verdient habe, mein Leben gelebt. Ich habe das gemacht, worauf ich Bock hatte. Und habe das Geld nicht unter das Kopfkissen getan und auf jede Mark zweimal umgedreht. Ich habe mein Leben gelebt, Digga. Dann. In der Zeit habe ich mein Leben so gelebt, wie ich es wollte. Ohne auf den Kontostand zu gucken, oh, wie viel ist da noch drauf, whatever. So finde ich, also das kann natürlich nicht jeder so machen. Aber so habe ich es gemacht. Ich lebe mein Leben so, wie es ist, Digga. Und ich verdiene das Geld, was ich verdiene, also das Geld, was ich verdiene, verdiene ich, um es auszugeben. Klar packt man sich auch ein bisschen für schlechte Zeiten mal unter das Kopfkissen, aber ich lebe mein Leben wie geht. Wenn ich Bock habe, mir was zu kaufen, dann kaufe ich mir was. Nur mal als Beispiel, diese Kamera hier. Digga, dafür würden einige Fotografen sich gefühlt einen Finger abschneiden. Ich habe mir die gekauft, Digga, ich bin kein Fotograf, gar nichts. Ich habe die jetzt in einem halben Jahr habe ich die 2 oder 3 Mal benutzt. Für die Kamera, ich weiß nicht, ein paar tausend Euro bezahlt. 2, 3, 4.000 Euro, ich weiß es nicht mal mehr. 4.500, whatever, keine Ahnung. Aber ich hatte Lust, mir diese Kamera zu kaufen und ich habe es gemacht. Und ob ich sie jetzt noch 2 Mal benutze und dann wieder verkaufe, scheiß drauf. Aber ich habe es einfach gemacht, weil ich dazu Lust hatte in dem Moment. Und das ist so meine Einstellung, die ich lebe, Digga. Das, worauf ich Lust habe, das mache ich. Klar hätte ich auch Lust, nachdem wir heute gerade auch auf dem Meer waren, hätte ich auch Bock, mir eine 20 Millionen Euro teure Yacht zu kaufen. Aber Bruder, da muss ich leider passen. So viel habe ich nicht auf dem Konto, Digga. Da kann ich mir dann gefühlt irgendwie das Rettungsboot, was da dran klemmt, kaufen. Null. Hab wohl schon überlegt, Digga, das Haus alles zu verkaufen, einfach eine Yacht zu kaufen und für immer mit der Yacht durch die Welt reisen. Perfekt, Digga. Und die ganze Zeit immer den Rettungsschwimmer-Beat laufen lassen, Kappa. Ja. Ich habe viel Stress jetzt weggemacht auch, ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Wisst ihr, was mich auch glücklich macht? Mich macht es auch glücklich, Digga, zusammen mit Memo hier zu sein und zu sehen, Memo war das letzte Mal 2011 im Urlaub und da war mit der Familie in seiner Heimatstadt in der Türkei. Memo hat noch nie Urlaub so, also klar, ich habe vorhin ihn gerade gefragt, er hat schon mal ein paar Mal Urlaub gemacht in Holland und so. 2, 3 Tage im Hotel, aber er hat noch nie so einen Urlaub gemacht wie hier, mit so einem Hotel, so eine Katamaran-Tour. Das hat er auch noch nicht gemacht, Digga. Und auch zu sehen, wie er glücklich ist, macht mich glücklich. Er sieht, wie ich glücklich bin, das macht ihn glücklich. Das ist einfach eine Win-Win-Situation. Ich sag euch ehrlich, Chat, das ist hier ein anderes Leben. Die Atmosphäre ist anders, die Leute sind entspannter. Überall sind geile Mumus, Digga, das macht dich auch glücklich. Alles ist schöner, Digga. Das macht dich einfach glücklicher. Ich sag's euch ehrlich, das Leben hier kannst du nicht mit dem Leben in Deutschland vergleichen. Von der Atmosphäre, jeden Tag Sonne gefühlt. Du hast hier vorne direkt das Meer, Digga. Du hast überall gutes Essen, die Luft ist schön. Du atmest ein, Digga, die Luft ist ganz anders. Ach, das ist einfach, das kannst du nicht vergleichen, ne? Das kannst du nicht vergleichen, Diggi. Klar, wenn man in der Situation ist, dass man finanziell, theoretisch gesehen, auswandern könnte, dann, macht man sich darüber natürlich auch Gedanken, ist doch klar. Guck mal nur mal als Beispiel, nicht, dass ich das mache, aber
theoretisch gesehen, Digga, ich könnte jetzt zu dem, nur damit ihr mal auch die Gedankengänge so mitbekommt. Ich könnte jetzt theoretisch gesehen, Digga, runtergehen zum Hotel und sagen, du, hört mal zu, ich hab Bock, hier nochmal eurem Hotel für ein halbes Jahr, für ein halbes Jahr zu wohnen. Wie viel wollt ihr hier für das Zimmer für ein halbes Jahr? 30.000, 20.000? Kein Problem, bezahle ich euch. Das wäre aktuell bei dem, was ich verdiene, okay, könnte man machen. Wir schauen einfach mal, wo ich in 1, 2, 3 Jahren bin und dann mal gucken, ne? Also ich fühle mich hier sehr wohl, Chat, das kann ich euch sagen. Ich fühle mich hier sehr wohl und es war auch der Flug und alles war angenehm, Digga. Und ich bin einfach froh, hier zu sein.